Peng, Servus und Hallo, schön, dass ihr wieder reinschaltet. Ich hoffe, es geht euch gut. Wir sind zurück in Trains in World 4 und drehen mal wieder gemeinsam eine kleine Wiege. Also ab zu den Zügen, via Streckenauswahl, rauf auf die Schnellfahrstrecke Kassel-Würzburg. Heute mal im Szenario und wir wählen das Szenario Bockspringen aus. Mittelschwer über 1 Stunde 30 Minuten Spielzeit. Wir haben hier eigentlich schon eine Goldmedaille und warum, wieso, weshalb wir das normal spielen, erkläre ich euch gleich in-game, wenn wir auf der Strecke unterwegs sind. Das Szenario beschreibt sich wie folgt. Dieser Baureihen 185.2 geführte Güterzug wird von Würzburg nach Fulda fahren und dabei von einigen ICEs überholt werden. Genau, die wunderschöne Baureihe 185 taugt mir sehr. Wir steigen mal ein und wie immer gilt PZB, Sie fahren Kurse, meine Freunde, oder immer nicht, wir werden es gleich sehen. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video und sage, auf geht's. Bockspringen, also, wunderbar. Willkommen in Würzburg, heute werden wir eine Baureihe 185.2 nach Fulda fahren. Check, das hatten wir ja gerade schon und jo. Wir stecken erstmal den Richtungsschalter, schieben den nach vorne, beziehungsweise auf neutral und dann gucken wir mal gerade von draußen uns unser Arbeitstier an. Das schaut so aus. Eine sehr herrliche 185, die gefällt mir wirklich sehr gut. Ist halt auch grundsolide, so wie die 146, muss ich schon sagen. Und wie ihr seht, wir haben einen Güterzug hinten dran, einen Autotransporter und mit dem Panto sollten wir so eigentlich nicht fahren. Wir sollten eigentlich die Lokomotive noch umrüsten auf Vorspann. Und das werden wir jetzt mal tun. Entsprechend den Hauptschalter raus, dann den Pantographen gesenkt. Und dafür dann den... Achso, wir müssen aufstehen, gell? Und dann hier hinten müssen wir ein bisschen rumspielen. Stromabnehmer, Wahlschalter, Auto. Wir werden ihn auf vorne schalten, in der Hoffnung, dass es das schon war. Und dann machen wir den wieder hoch. Wupp. Geben. Geil. Geht, Freunde, geht. Wer fährt in Trains in World schon unter Vorspann, Freunde? Ich feiere mich da riesig und sende beste Grüße an den lieben Thomas Wiedemann. So, und dann hier schließen. Dann haben wir einen Hauptschalter wieder drin. Dann schalten wir den auf Vorwärts und ich hoffe, Freunde, dass wir jetzt trotzdem noch loskommen. Während dieses Zugdienstes haben Passagierzüge Priorität, weshalb sie auf die Nebengleise geleitet werden, um sie überholen zu lassen. Check, klar und verstanden, liegt auf der Hand. Jetzt machen wir noch Folgendes, wir erheben uns nochmal und werden hier die LZB, nee, wir fahren ohne LZB, wir fahren mit PZB und mit SIFA und hier unten schalten wir noch die AFB ein, in der Hoffnung, dass das alles noch so passt, dann regeln wir die AFB schon hoch auf 60 und ich glaube tatsächlich, achso, Zugspitzenbeleuchtung nochmal checken. Die passt nämlich auch noch gar nicht. Da müssen wir nochmal uns vom Hocker heben. Und ich glaube hier oben, hier ist richtig was los, gell? Spitzensignale. Richtig was aufzurüsten hier. Heute sind wir mal richtig Lokomotivführer. So, jetzt nochmal geguckt. Check, wir haben ein sauberes A. So können wir fahren. Ich glaube, jetzt haben wir es wirklich. Heißt, wir nehmen die Bremsen raus. Und legen die Leistung rein. Und machen noch den Wischer auf... ein Intervall hoffentlich. Jetzt unregelmäßig. Brauchen wir noch was? Wir können Innenlicht ein bisschen ausmachen. Das reduziert. So. So. Führerstandsbeleuchtung. Jetzt passt es. Jetzt brauchen wir nur noch Schub, Freunde. Also, in Wallung kommen. Geht los. Sehr nice. Wir werden sicherlich ein bisschen Traktionsprobleme haben unterwegs, weil Schnee und Feuchte und so. Aber für den Moment geht es schon mal. Zugbeeinflussung. Gute Fahrt, Freunde. Schön unter Vorspann. Was will man mehr? Da drüben kommt gerade ein Intercity Express in Richtung Würzburg Hauptbahnhof an. So, nochmal geguckt hier. Leistung. Können wir noch auf 7? Ne, da macht das schon zicken. Großsanden brauchen wir, glaube ich, aber auch nicht. Wir probieren es mal so hier umzusetzen. Na, was ist los hier? Traktiono, Problemo. Müssen wir noch weiter runter mit der Leistung? Wir sind nicht mal auf Steigung unterwegs. Jetzt 50% sollten wir eigentlich schon schaffen. Nochmal von draußen geguckt. Schick, schick, oder? Also, das birgt heute mal schon.
Und ja, wir haben lange Fahrzeiten vor uns, Freunde. Heißt, ich werde tatsächlich zwischendrin einfach mal eine Redepause machen, die Musik ein bisschen lauter drehen und wir fahren dahin. Wir hatten ja schon vereinbart und immer besprochen, wir machen keine Zeitraffer mehr, wir fahren das Ding sauber und solide durch. Warum sollte ich auch Zeitraffern, wenn wir tatsächlich das Game ja einmal solide durchlaufen lassen, ich solide durchfahre, aber ich kann nicht die ganze Zeit rumschnacken. So viel gibt es gar nicht zu sagen und außerdem kann ich gar nicht so viel fachsimpeln. Weder zum Thema Eisenbahn noch zum Thema Train Sim World. Von daher, ich probiere immer dann... Oh, ich muss mal die AFB hochschieben. Natürlich in den Videokapiteln auf YouTube Timestamps einzubauen, damit ihr vorspulen könnt. Aber probieren heißt, ich werde es dann wieder doch vergessen und dann passiert es doch nicht. Wir müssen mal gucken, wie gut wir da durchkommen. So, dann erstmal nochmal zum Thema, warum fahren wir denn nochmal? Also, erstmal Gruß und Dank an alle Supporter letztens auf TikTok in unserem letzten Live, wo wir hier mit diesem Zug in diesem Szenario gefahren sind. Und tatsächlich, ich fand das Szenario sehr geil. Es hat mir Spaß gemacht, als dass ich sage, ich fahre das jetzt nochmal und vor allem jetzt nochmal für euch als ordentliches YouTube-Video. Und ihr wisst es, Übung macht den Meister. Es kann nicht schaden, wenn man tatsächlich etwas auch mal doppelt fährt. Das ist einfach, wir sind hier in der Simulation, in der Zugsimulation. Das ist einfach okay, wenn man das macht, denke ich mir. Und ich habe tatsächlich meinen Spaß dabei, wenn ich es nochmal wiederhole, weil ich es jetzt einmal besser machen kann als davor. Wir hatten es im Live auf TikTok schon gut gemacht. Wir sind da gut gefahren, meiner Meinung nach. Ich glaube, ich habe keine Zwangse gecached. Vielleicht ganz zum Ende eine oder keine. Korrigiert mich gerne, falls es einer von euch wissen sollte, der mit im Live dabei war. Aber wenn schon, vor allem das Ausfädeln aus der Hauptstrecke und das Halten vor den Signalen immer entlang der Hauptstrecke war gar nicht schlecht, aber geht noch viel effizienter. Und das möchte ich auch heute nochmal wiederholen. Ich möchte probieren, einfach effizienter mit einem schweren Güterzug ans rote Signal ranfahren und da punktgenau anhalten. Natürlich nicht drüber hinweg übers rote Signal, aber auch nicht da ranjuckeln wie der letzte Bulle. Das muss einfach mal solide passieren. Der Hauptgrund, warum ich sage, ich fahre das Ding nochmal, neben den Gründen, dass Übung eben den Meister macht, außerdem, dass ich hier mal die 185 auf Vorspann umrüsten konnte, ein bisschen flexen konnte mit meinem neuen Fähigkeiten und weil die 185 auch generell ein schönes Gerät ist. Also viele Gründe, die dafür sprechen, dass wir einfach normal fahren und ich vielleicht das Glück habe, dass der eine oder andere von euch dann hier auf YouTube sagt, ja, sehr cool, dass das Video doch noch auch hier als Video gekommen ist, gegenüber nur dem letzten gelaufenen Live auf TikTok. Und auch da nochmal, wenn es euch interessiert, warum denn auf TikTok, warum eiert der Checko auf TikTok rum und warum macht er denn nicht lieber Livestreams hier auf YouTube? Ich probiere schon, dass ich, wenn ich live auf TikToks mache, dass ich das zweigleisig, dass ich das bilateral auch auf YouTube abbilde. Warte mal, guck mal hier kurz, wir müssen mal kurz raus. Wir machen erstmal den. Mir war nie bewusst, dass es hier so unendlich viele Gleise gibt, die hier unter der Brücke durchgehen. So, das mal und dann gucken wir mal schnell. Guck mal hier, was hier alles rumsteht, Freunde. Habt ihr schon mal so viel hier rumstehen gesehen? Hinter Würzburg, Richtung Fulda? Also ich nicht. Interessant. So, wir sollten mal gucken. Gibt es das eigentlich hier? Nee, das ist hier auch nicht aufgeführt. Okay. So, jetzt habe ich natürlich einen Faden verloren. Wo war ich gewesen? Shit, einen Faden völlig verloren. Ach so. Auf jeden Fall probiere ich ja schon, wenn ich auf TikTok ein Live mache, das bilateral gleichzeitig auf YouTube auch darzustellen, abzubilden. Gelingt mir noch nicht immer, hat so seine Gründe, vor allem weil meine Leitung immer noch schwach ist. Keine Sorge, keine Panik. Glasfaser ist bestellt, bis die aber hier verlegt ist, vergehen aktuell noch schätzungsweise gute 6 Monate. Aber es wird kommen, sodass wir wieder eine solide Qualität haben, wie in altgewohnter Natur, bevor ich umgezogen bin. Jetzt im Frühling, Sommer diesen Jahres, dann wird alles wieder ein bisschen besser werden. Und auf TikTok mache ich das Ganze einfach, weil ich darüber tatsächlich relativ viele Abonnenten auf YouTube denn ziehen kann, die YouTube mit abonnieren, die dann hier halt auch dauerhaft hängen bleiben, womit ich einen kleinen gewissen Kanalwachstum generieren kann. Und woran ich natürlich mittlerweile interessiert bin und weshalb ich sage, so als Promoting, Werbeaktion auf TikTok drehe ich mal meine Runde. Wenn ich euch auch sagen muss, jede Plattform hat seinen Vor- und Nachteil, ob YouTube, Twitch, TikTok, Insta, Facebook, sonst was. Aber TikTok ist schon, verzeiht's mir, wirklich der größte Müll. Also, ach, Freunde, tut's euch nicht zu viel TikTok an. Da verblödet ihr alle, ich sage euch das so. YouTube ist schon schwierig und überhaupt die große, weite, multimediale Social-Media-Bubble und alles, was so auch am Multimedialen mit dranhängt. Es hat viele seine Vorteile, gar keine Frage. Internet, YouTube und so weiter.
aber TikTok ist schon echt hart im Nehmen. Passt da nur ein bisschen auf euch auf. Ich erwische mich da selber, bedingt, weil ich auf dieser Plattform jetzt unterwegs bin, dass ich da abends manchmal aus Versehen, ich schwöre euch, aus Versehen hängen bleibe und mir denke, yo, Jacko, was machst du denn jetzt hier? Alter, mach aus, mach weg den Kack. Dann guck lieber dir ein vernünftiges, solides Video auf YouTube an oder den Stream oder sonst was. Das mit TikTok, naja. So viel mal dazu. Sorry, ein bisschen aus dem Rahmen gerissen, gell? Zurück zum Thema. Also, zurück zum Thema, zu welchem eigentlich? Zurück zum Video, zurück zu unserer Fahrt. Guck mal, wie schön wir hier durchrutschen. Haben wir eigentlich im Tunnel weniger Traktionsprobleme, weil es hier generell mal trockener ist? Ich weiß nicht, aber es schaut so aus. Guck mal, wir können die Leistung hier auf maximale Leistung anlegen. Sind bei 1,3% Steigung und kriegen keine Traktionsprobleme. Wahrscheinlich, wenn wir rauskommen, wird es wieder ans Traktionieren gehen. Was? Ihr wisst schon, wird es wieder Traktionsprobleme geben. Gucken wir uns mal an. Wäre nur logisch, wenn es so ist. Und ein Pluspunkt fürs Spiel, wenn es das berücksichtigt. Das ist die Nässe auf dem Gleis zwischen Tunnel und Outside, ja, unterscheiden kann. Spannend, cool, okay. Finde ich schon, kommt der Realität ein Stück näher. Jetzt könnt ihr wieder sagen, ja, im Tunnel ist dann aber auch rutschig. Ja klar, ist im Tunnel auch rutschig, aber sicherlich, umso länger du im Tunnel fährst, umso trockener wird es dann werden. Und wenn wir hier wenigstens schon mal digital mit 0 und 1 unterwegs sind, ist es doch eine löbliche Sache für Transim World. Wir schalten mal kurz die SIFA aus. Und dann gucken wir gerade nochmal hier rauf. Und einfach, weil ich die Erkenntnis schon habe, unser Zug ist vor uns. Und irgendwo hier hinten müsste denn bald, hier kommt er schon, ich weiß nicht, da ist er. Der erste ICE, der hinter uns rutscht. Und wir haben tatsächlich mehrere ICEs, die hinter uns rutschen. Da erkläre ich euch dann aber nochmal ein bisschen was. Gleich, wenn wir auf dem Seitengleis von der Hauptstrecke, Seitengleis, Ausweichgleis von der Hauptstrecke runtergenommen wurden. Jetzt fahren wir erstmal dahin. SIFA machen wir natürlich wieder an. Ordnung muss sein. Und jo, Freunde, was soll ich jetzt sagen? Wie cool, dass wir jetzt unter Vorspann fahren, oder? Finde ich auch schon sehr nice. Also, ich habe es im letzten Live auf TikTok halt extrem gefeiert. Ihr kamt da auch nochmal drauf. Ist ja unrealistisch, hier wieder mit in dem normalen Modus zu fahren. Der Panto müsste eigentlich auf der anderen Seite oben sein. Also vorne oben, hinten unten. Und check, mir ist es schon seit langem mittlerweile alles bewusst. Meine Lernkurve ist ja natürlich nun auch vorhanden. Aber ich habe es halt noch nie gemacht, dass ich die Lokomotive dann ganz aktiv umgerüstet habe. Und der liebe Thomas Wiedemann und einige andere auf TikTok haben mir da kurz bei geholfen. War dann ja am Ende gar keine schwere Nummer. Ihr habt es ja eben am Anfang des Videos gesehen, ging gut. Und natürlich, so muss es sein. So werde ich es zukünftig dann auch immer machen. Ich bin gespannt, wie ich mich anstellen werde, wenn wir tatsächlich in Doppeltraktion fahren, weil gefühlt aus meiner Warte ja denn die Kombination der beiden Lokomotiven im gegenseitigen Zusammenspiel doch nochmal eine andere sein könnte. Sage ich das richtig? Ich weiß nicht. Ich habe auch noch, ich fahre ja selten Doppeltraktion und wenn ich Doppeltraktion fahre, sind die meisten schon zusammengeschalten alles. Ich wüsste gar nicht, ob ich überhaupt in meiner Fahrt, wenn ich Doppeltraktion fahre, auch beide Lokomotiven tatsächlich richtig beanspruche. Oder ob ich nur Leistung auf die vordere schalte. Das sollten wir auch mal im Live eigentlich nochmal abchecken. Da müsste ich dann auch erstmal schlauer werden. So, viel Verkehr, auch viel Gegenverkehr, viel ICE-Verkehr natürlich auf dieser Strecke. Wir haben es 12 Uhr mittags und ich glaube, im Real Life draußen in der Natur auf der Strecke Würzburg-Fulda-Kassel gehört sich um die Zeit eigentlich kein Güterzug auf die Strecke geschlichen. Schreibt gerne mal was in die Kommentare, wie das ist. Die werden wahrscheinlich schon überwiegend nur nachts fahren, um am Tag den stark frequentierten Personenverkehr nicht nur Vorrang zu gewähren, sondern tatsächlich freie Bahn zu gewähren. Weil so kommen wir genau in die Situation, wir können auch gar nicht schneller. Wir kommen bei den Witterungsverhältnissen gar nicht mehr auf Kurs. Ihr seht's, Traktionsprobleme. Ich probiere alles Mögliche, um entsprechend nach vorne zu kommen. Und dadurch, ich kann es nur noch mal hinten kurz einblenden, blockieren wir 100 Pro den ICE, der da hinter uns hinterher juckelt und einfach, hier ist er, gar nicht schneller fahren kann, weil er einfach nicht vorbeikommt, was ja totaler Quack ist. Naja, wir probieren mal so weiter voranzukommen. Nochmal Leistung, nee, Leistung auf 60% bringt schon gar keine Punkte mehr. 57 geht noch. So müssen wir durchfahren.
Ja, und ansonsten habe ich noch was vergessen. Lange Einleitung gewesen jetzt erstmal. Nee, ne? Transim World, Next Step. Wahrscheinlich, guck mal, wie viele Züge hier kommen. Bernina Express aus der schönen Schweiz. Ich freue mich drauf. Hoffe, dass ich mit dabei sein darf. Relativ zeitnah fahren kann. Und ja, mal gucken, was das wird. So, wir haben noch 7 Kilometer jetzt erstmal bis zum Ausweichgleis. So lange halte ich mal die Guschen. Und wir fahren mal dahin. Und hören uns gleich wieder. So, Freunde, 2,5 Kilometer noch bis zum Haltepunkt. Wir reduzieren schon mal die SIFA runter auf maximal 100 km/h. Und ich weiß nicht, ob und wie ihr es mitbekommen habt, mein Game ist gecrashed. Ich musste es hier gerade zusammenschneiden. Noch bevor ich zum Halten gekommen bin, eigentlich genau bei der Weicheneinfahrt, bin ich gecrashed. Und wir fahren jetzt gerade nochmal hier. Aber dass es für euch ein grundsolides Video ist, schneide ich das hier einfach alles zusammen. Dann sollte das ja passen. So, mittlere Zugart, oder? Deswegen auf 70. Und wir nehmen mal lieber ein bisschen Puffer mit rein auf 65. AFB lassen wir noch an für den Moment. Beziehungsweise reduzieren die gleich noch weiter runter. Auf, hier muss irgendwo noch ein Magneti Mirelli kommen, wo ich noch nicht weiß, wie ich den guten zu bewerten habe, so richtig. Befreiung nicht möglich, ist klar. Hier kommt er. Ich bräuchte jetzt mein... Nee, das ist der nicht. Wir gucken mal weiter. Oder habe ich schon einen überfahren, der nicht zur Geltung kommt? Ich glaube, da bin ich aber falsch. Ach, hier kommt er. Nee, der ist ja auch links. Freunde, ich weiß mal wieder nicht. Doch, der ist es aber, oder? Nee. Wo liegen denn... unsere Magneten liegen rechts, Freunde. Mann, Checo, ey. Ja, ihr merkt's. So, Sifa.
Aber ich finde, wir fahren diesmal auf jeden Fall schon wesentlich besser auf den Haltepunkt zu als noch beim letzten Mal. Türfreigabe. 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 Und das kann man schon so machen. Bleiben Sie unter 35. Wir schieben jetzt die Bremse rein. Vollbremsung. Schon ein bisschen über den Haltepunkt raus. Heieiei, eigentlich schon wieder fast kritisch. So nah, wie wir hier ans Signal ran driften. Aber nun gut. Wir haben das mal für den Moment. Ich muss nochmal checken. Leistung können wir komplett rausnehmen. Ist ja Quatsch, wenn wir die drin lassen. Bremse lösen wir ein Stück. Und wir stehen erstmal. Also, alles tutto completo. Wir gucken mal, wo der andere... So, der kommt schon. Der kommt schon. Guck mal, wir brauchen gar nicht aussteigen. Geil, wenn wir halt konsequent auch auf dem Ausweicher fahren. Aufs Ausweichgleis. Dann geht es hier recht schnell zur Sache. Und dann wird der ICE tatsächlich relativ gut an uns vorbeikommen, so wie es gerade erfolgt ist. Das war auch im letzten Live tatsächlich etwas mühseliger, weil wir uns länger hier auf dem Ausweicher, auf das Ausweichgleis raufgequält haben. Fand ich so gerade schon in Ordnung. Die AFB können wir übrigens eigentlich schon wieder hochstellen, gelle? Da hindert uns ja nichts dran. Wobei, ein Quatsch. Wir müssten sie eigentlich ordnungsgemäß unter oder auf 25 lassen. Lieber auf 20. So. Und den könnten wir schon mal freundlich nachfragen. Abgelehnt, auf Signalwechsel warten. Machen wir. Nochmal kurz der Blick von draußen. Das ist schon ein sehr herrliches Gerät, oder? Muss ich schon wirklich sagen. Sehr schick, du. Schön im Schnee. So. Haben wir das? Wir haben immer noch Halt. Dann machen wir einfach noch ein Thumbnail. Die Zeit haben wir gerade. Die Zeit gönnen wir uns. Schön vorspannen. Bisschen posen im Thumbnail. Oder auch nicht, gell? So. Geht immer noch nichts. Was machen wir in der Zeit? OBS ist wieder gut eingestellt. Ich weiß nicht, ob ihr es jetzt im Hintergrund vom Video hört. Mich abonniert gerade jemand auf YouTube. Und dann schallert es im OBS los. Ach, Checko. Weil ich es nicht besser weiß, fahren wir gerade mal aufs rote Signal zu ein Stück. Ne, ist ja auch Quatsch, oder? Doch, aber der sagt, guck mal, an einen Ort anhalten. Buchsinn, Bahnhof, Gleis 406 in 18 Kilometer. Wir machen das einfach mal. Vielleicht schaltet sich denn das Signal um. Okay, es passiert sogar. Ob das jetzt tatsächlich daran liegt, dass wir uns bewegen, ich weiß es nicht. So, da drüben Zugbegegnung. Aber wir rutschen auf jeden Fall jetzt mal los. Ja, da hat die Gute zu tun. Aber schaut gut aus. Und wir können dann die AFB auch schon hochschieben auf solvente 100 km/h. Und wir gucken gerade nochmal, wie es ausschaut. Das ist das, was ich euch zeigen wollte. Denn hinten... Guck mal, hier steht schon der nächste ICE. Warum auch immer der Fahrdienstleiter den nicht gleich mit vorbeischickt, ist doch Quatsch, dass wir jetzt hier wieder rausfahren auf die Hauptstrecke. Also, sicherlich geht es hier darum, das Szenario ein bisschen darzustellen. Mit Blick auf die Situation, dass wir erneut rausfahren werden, um den nächsten Zug vorbeizulassen. Nur, dass der im Szenario so dicht schon hinter uns getaktet ist, das macht irgendwie wahrscheinlich keinen Sinn, sonst hätte der auch gleich vorbeirutschen können, bevor wir hier noch rausfahren. Ihr versteht, was ich meine, gell? Jacko als alter Eisenbahner-Profi ist da schon sehr kritisch unterwegs. So, Späßchen, also wir sind unterwegs, 18 Kilometer bis zum nächsten Ausweichen sozusagen.
Und letztlich ja keine große Sache, aber für mich doch eine große Sache. Probieren wir es wieder genauso gelungen hinzubekommen, dass wir uns einfach rausfädeln und vom roten Signal vielleicht noch mit ein bisschen Quäntchen mehr Können als Glück zum Halten zu kommen. Wenn man es mal so formulieren darf. Aber es geht ja schon alles in die richtige Richtung. Das ist ja auch schon mal viel wert. So, Traktiona. Traktiona Grande. Ich lasse das mal einfach laufen. 120 sind eingeklinkt. Und dann sehen wir uns, beziehungsweise hören uns gleich wieder. Ich lasse mal wieder laufen. Drehe die Musik ein Stück hoch. Drück mir die Daumen, dass wir hier nicht wieder irgendeinen Crash kriegen. Dass das System nicht wieder crasht. Habe ich auch sehr selten, also ich muss generell sagen, von den wirklich großen YouTubern klagt eigentlich niemand, dass irgendwo mal ein Game abraucht. Egal ob jetzt die Spiele, Transport Fever 2, City Skylines 2, Train Sim World, da kenne ich irgendwie nichts so. Aber so wenn ich auf Discord lese oder irgendwo in den Kommentaren unter den Videos, da habe ich schon oft, kriege ich es mit, dass ihr euch beklagt über Systemabstürze, Computerabstürze. Ich muss sagen, ich selbst bin auch immer recht befreit davon. Ich habe sowas sehr, sehr wenig bis gar nicht. Auch vor allem mit Fokus auf Videoaufnahmen oder Livestreams. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal erlebt habt, dass ich im Livestream einen Computercrash gehabt habe. Vielleicht maximal zweimal seit meiner YouTube-Karriere, wenn überhaupt. Und so halt auch wenig. Aber heute hat es mich dann mal erwischt. Naja. Gut. 15 Kilometer noch. Wir hören uns gleich wieder. Und nochmal, kleines Lele für mich, Jacko, die Magneten, für uns relevanten Magneten, liegen in Fahrtrichtung rechts. Also das muss ich einfach mal merken können, gell? Bis gleich.
So, Freunde, 2,3 Kilometer. Wir reduzieren schon mal die AFB vorsorglich auf knapp unter 100, in dem Fall 95 km/h. Und bremsen damit schon mal ab. Und können dann auch gleich weiter runter reduzieren auf 70 km/h. Weiterhin viele Züge hier unterwegs, die uns entgegenkommen. Stark frequentiert. Und sicherlich auch Hunde hinter uns noch stark frequentiert, nur die kommen halt nicht vorbei. So, wir machen schon runter auf 70. Wachsam. Und dann weiter runter auf 35. Checken nochmal so ein bisschen für mich nach vorne raus die Lage des Magneti Marellis. Und fahren dann mal so weiter. Ich weiß nicht, ob wir generell zu vorsichtig schon wieder sind, dass wir so hier rauffahren. Wie immer gilt natürlich, man kann nie vorsichtig genug sein. Ich finde es erstmal schon grundsätzlich solvent, wenn wir so einfach raufbiegen und dann mit vernünftigen knappen 40 km/h durchrutschen. Also durchfahren. Bis zum Signal. Einen Magnet sehe ich jetzt tatsächlich nicht. Ich weiß nicht, ob hier noch einer kommt. Ja. Wir hätten wahrscheinlich noch ein bisschen sportlicher reinfahren können. Aber dann machen wir es halt so jetzt, wie es ist. Auch immer da wieder die große Preisfrage, wie bremse ich an so einem Haltepunkt eigentlich runter? Mit AFB oder mit Bremse? Wir machen das mit Bremse. Türfreigabe. 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 So. Wir stehen, Freunde. Cool. Freue ich mich schon mal. Und guck mal, auch hier wieder. Ja, der ist schon immer dicht hinter uns. Und eigentlich spannend, wie der denn an uns vorbeikommt. Der muss ja die ganze Zeit auf selbe Geschwindigkeit sein wie wir. Jetzt müsste ich glatt nochmal gucken. Ich weiß gar nicht, ob ich das auf die Schnelle noch hinbekomme. Wo das letzte Signal ist. Wo der ICE noch zum Halten kommt. Weil das kann ja denn nicht weit vor der Weiche sein, oder? Ist es tatsächlich jenes? Muss kurz überlegen. Nee, das ist ja kein Hauptsignal. Vorsignal. Hier. Also bis hier fährt er noch. Okay. Verstehe. Wir gucken gerade oben rechts bei uns auf die Anzeige und sehen, dass wir noch Halt voraus haben. Jetzt könnten wir mal gucken, wenn wir hier jetzt reingehen in den Modus, sehen wir denn... Da kommt schon der nächste. Shit. Da doch, den müssten wir dann eigentlich sehen. Wenn wir hier reingucken. Da hinten kommt der schon. Warum auch immer wir weiterhin rot haben und der rot hat. Es bleibt für mich fraglich. Wir gucken gerade mal noch hier hin, aber nehmen aus der Ferne schon mal die Bremse raus. Wir müssen gucken, dass wir nicht rückwärts zurückrollen. Ja. Du kommst nicht weiter, mein Lieber, gelle. Guck mal, und tatsächlich, wir bekommen jetzt rechts oben im Display, seht ihr es, wir bekommen jetzt grün, immer erst mit dem Moment, wo wir anfahren. Hier sitzt nicht mal ein Zugführer drin, ein Lokführer. Mei, oh mei. Also nach hinten oder nach vorn zurück. Wir fahren los. Ich weiß nicht, ob das bedingt der LZB-Thematik so ist, dass wir hier tatsächlich... dass das Signal auf uns reagiert, wie wir hier in Wallung kommen. Das kann schon sein. Schreibt es ja gerne mal was zu in die Kommentare. Zugbeeinflussung. Ihr könnt mich jetzt dumm sterben lassen. Ihr könnt euch an den Kopf fassen. Oder ihr könnt mir eine Rückmeldung geben zu diesem Thema. So, AFB können wir wieder hochschieben. Freie Bahn mit Marzipan. Und wir fahren
weitere 17 Kilometer voraus, bis wir auf den nächsten Ausweicher kommen, um abermals anzuhalten und den jetzt schon hinter uns stehenden ICE vorbeizulassen. So, was hier mit der Trazione Grande? Sifa? Rauf auf die Hauptstrecke. AFB ist eingeklinkt. Ich habe die viel zu hoch. Aber wir können die sicherlich hier schon auf 120 stellen. Leistung lassen wir so. Jo, Freunde. Denn abermals gilt, wir hören uns in circa oder in spätestens 16 Kilometer wieder. Wahrscheinlich schon ein bisschen früher. Bis gleich.
So, wir sind hier ein bisschen langsam unterwegs. Letztlich relativ gravierende Steigung bei nicht vollend trockenem Wetter. Aber viel, viel mehr ist unter Umständen vielleicht gar nicht drin. Aber 100% Effizienz ist meine Fahrweise aktuell auch nicht. Na gut. So, wir machen die SIFA auch wieder an. Und fahren hier regulär die letzten 3,7 Kilometer auf den Haltepunkt drauf zu. Modgers Gleis 105. Tja, und Schnellfahrstrecke. Würzburg-Fulda-Kassel immer mit viel Tunnel. Und ich habe es damals schon gesagt, sicherlich ein Grund dafür, dass man sich auch für diese Strecke entschieden hat. Für diese sehr, sehr lange Strecke. Die hat ja schon ein paar Kilometer auf dem Buckel. Weil man hier bei der Umsetzung der Strecke dann doch halt die Vorteile des Tunnels hat. Denn Tunnel heißt gar kein großer Job, um die Strecke virtuell darzustellen. Na klar, wir haben auch freie Abschnitte, gar keine Frage. Die sind entsprechend aufwendig, aber alles, was im Tunnel ist, ist entsprechend mit wenig Aufwand verbunden. Und siehe da, wird diese sehr, sehr lange Strecke auf einmal ein Stück weit machbar. Auf einmal ein Stück weit machbar, habe ich das richtig gesagt? Ich weiß es nicht, aber ihr wisst, was ich meine. So, wir können die AFB schon mal wieder runterregeln. Und zwar gleich auf 70 km/h. Wachsam. Bestätigt. Und dann können wir die auch schon gleich... Wir probieren diesmal noch ein bisschen effizienter ranzufahren. 60, 50 machen wir. SIFA. Hier fädelt es uns aus. 100 pro steht der andere Zug schon wieder eng hinter uns. Ich glaube, der Ausweicher hier ist auch nicht ganz so lang. Hier ist das alles ein bisschen gedrückter. So, und sobald der Magnet kommt, sollte man nochmal drastisch in der Geschwindigkeit runterregeln. SIFA. Da ist der Magnet. Wir verlangsamen. Geht noch. So, den Rest holen wir dann auch wieder über die Bremse. Türfreigabe. 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 Störung. Sicher ist es. Ihr wisst, wie es ist. So. Wir stehen. Wir gucken uns die ganze Geschichte mal von draußen an. Da hinten irgendwo muss dann gleich der nächste ICE jetzt kommen. Wir können gerade nochmal unser HUD anstellen. Die AFB lassen wir erstmal so. Zip. Zug kommt da hinten. Gut. Und einmal mehr gucken wir noch schnell hinter uns, ob tatsächlich noch ein Zug kommt irgendwo. Aber ich denke, das soll es gewesen sein. Gerade mal lang geflügt, habe ich was übersehen? Nee. Nee. Nein, ich glaube, das war's denn. Alle drei ICEs sind jetzt vorbei. Wir können los. Also schwingen wir uns wieder rein. Bremse raus. Müssen wir ja gucken, dass wir hier nicht anfangen, rückwärts zu rollen. Und begegnen schon mal dem Signal. Haben dann noch 31 Kilometer vor uns, bis nach Fulda. Das ist nochmal ein ganz schönes Stückle. Das wird ein langes Video.
So, was ist los hier? Das, was ich jetzt mache, entspricht sicherlich auch nicht den Gegebenheiten, wie sie eigentlich bei der Bahn zulässig sind. Nee, wir kommen doch nicht weg hier. So, Büschen des Anfahrspielchen, Leistung rein, Leistung raus. Gasbremse. Worauf warten wir noch? Kommt noch jemand vorbei? Ich kann mir das nicht vorstellen. Jetzt, Also, auf geht's. Nochmal Schub, 50%. 55%. AFB, der Vorsicht halber auf 25 eingeklinkt. Unsere Fahrt mit der 185 heute. Sie fahren mal gedrückt von hier draußen und wir rutschen nochmal gerade nach vorn. Gucken uns das auch nochmal von hier an. So, haben selbst hier schon mit Traktionsproblemen zu tun. Obwohl die Steigung nur ganz gering ist. Rauf auf die Hauptstrecke wieder mit unserer sehr herrlichen Vorspann. Und so geht's denn dahin. Gut, wir können die AFB hochregeln. Eigentlich schon auf 120 einklinken. Da sollte nichts dagegen sprechen. Die Leistung probieren wir noch auf 50 km/h. Ach, 50% klar zu machen, immer mit Blick auf die Traktion. Und dann geht's jetzt in den Endspurt, 31 Kilometer bis Fulda. Wir hören uns wieder wenige Kilometer vor Fulda. Und ich sag, auf geht's, bis gleich.
So, Freunde, wir sind knapp 5 Kilometer vor Fulda. Vor uns voraus liegt nochmal ein Abschnitt mit VMAX 100. Also werden wir hier gleich nochmal um 20 km/h runter reduzieren. Was auch immer das sein soll. Dass wir hier nochmal Geschwindigkeit reduzieren müssen, ist ja mal schade drum. Und ja, grundsätzlich bis hier erstmal solide durchgekommen, würde ich sagen. Mir taugt es schon. Also wir stellen mal die AFB runter. Wenn denn auch wir einen Crash hatten hier vom Spiel her, einen Spielabsturz hatten, nicht so wild, dann ist es so. Verrückt auch, wie lange wir hier tatsächlich fahren, unterwegs sind auf der Schnellfahrstrecke, und wir haben jetzt tatsächlich nur, in Klammern nur, die Hälfte der Strecke gefahren. Würzburg-Fulda, wir könnten nochmal weiter brezeln bis Fulda-Kassel. Ja, und klar, wir hatten drei Stops eingelegt, das macht das Ganze natürlich immer zeitaufwendiger, wenn ich auf die Uhr gucke. Wir würden sicherlich auch mit einem Drittel weniger Zeit auskommen, wenn wir direkt von Bahnhof zu Bahnhof gerutscht werden, hier von Würzburg nach Fulda, anstelle wir hier dreimal angehalten hätten. So, AFB nochmal hoch. Wir müssen ja nicht nachlassen auf den letzten Metern. Und während wir hier so fahren, können wir uns gerne mal von außen an die Strecke stellen, eine Runde spotten. Sehr cool weiterhin. Langer Zug. Hoho. So, und dann wieder SIFA runter auf 100. Ach, SIFA, AFB. Und dann kommen die Leistungen auch mehr oder weniger schon fast rausnehmen. Ich glaube, wir werden jetzt hier nur noch rollen. Viel mehr wird nicht passieren. Was ist denn hier los? Wieso verbremst er sich so? Oder reicht dazu die Leistung tatsächlich nicht aus, um die 0,3% Steigung zu bewerkstelligen? Hm. Na gut, Leistung raus. Wir rollen mal nach Haus. Beziehungsweise wir rollen mal nach Fulda. Das sollten wir noch hinkriegen. Ist nur noch ein Kilometer. Beeinflussung. Check, passt. Und dann, weil uns die Streckenkenntnis fehlt, starren wir mit auf die Strecke und suchen den nächsten Magneten.
Wir halten direkt am Bahnsteig. Habt ihr auch geschrieben letztens im Live, was ist das, Güterzug am Bahnsteig? Auch da der liebe Thomas Wiedemann hat reagiert und gesagt, durchaus ganz normal, Lokführerwechsel von Güterzügen entlang der Strecke an Bahnhöfen regulär durchzuführen. So, hier kommt der Magneti. Oh, das war knapp. Das war tatsächlich knapp. Zwangse lässt grüßen. Naja. Auch wieder alles mit ein bisschen Glück behaftet hier die Geschichte. Aber wir kommen zum Stehen am Bahnhof noch vorm Signal. Und check. Wir sind fertig, Freunde. Gut gemacht. Das war alles für heute. Das gebe ich dann gerne weiter an die 185. Gut gemacht. Das war alles für heute. Junge, Junge, schönes Gerät. Hat mir getaugt. Ich sage vielen Dank fürs Reinschalten. Wenn noch nicht geschehen, lasst unbedingt und sehr gerne ein Abo da. Ebenfalls freue ich mich über eure Likes und Kommentare. Ich hoffe, ihr seid gesund. Bleibt gesund. Und dann bis zum nächsten Video. Macht's gut. Ciao, ciao. Baba, der Checo. Servus.